Diese Streitfrage, liebe Schwestern und Brüder, die sich an die Tempelreinigung anschließt, an diese letzte sich zuspitzende Auseinandersetzung Jesu mit dem religiösen Establishment am Tempel, die birgt eine adventliche Botschaft für uns. Denn es ist die Frage nach der Vollmacht Jesu. Es ist eigentlich noch einmal eine Ausleuchtung dessen, was wir gestern bedacht haben, in der Frage des Täufers selber. Bist du es, der da kommen soll? Heute fragen die religiösen Autoritäten, mit welchem Recht tust du das? Also es bezieht sich auf die Tempelreinigung. Wer hat dir dazu die Vollmacht gegeben, hier einzudringen, Dinge angeblich in Ordnung zu bringen? Jesus antwortet mit einer Frage, die die Aufmerksamkeit der Schriftgelehrten und der Ältesten, wie auch unsere, auf diese adventliche Figur des Täufers lenkt. Was ist denn jetzt mit Johannes? Wir sollten die Frage nicht abtun als nur Auseinandersetzung Jesu mit den religiösen Autoritäten, denn man kann das heute, es ist gang und gäbe, in der Auslegung, auch in der Kirche hören, Johannes der Täufer, KV, kannst du vergessen. Das ist noch einer so vom alten Schlag, der redet ganz schrecklich von Gericht und Buße und all diesem ganzen Zeug. Das haben wir abgeschafft. Wenn es Jesus nicht abgeschafft hat, dann hat es das letzte Konzil spätestens abgeschafft. Das ist ja wunderbar. Oder der Papst jetzt. So töricht kann man sein. Diese kleine Auseinandersetzung geht einen vollkommen anderen Weg. Das heißt, Jesus geht einen vollkommen anderen Weg. Er teilt den religiösen Autoritäten seiner Zeit, und er weiß, was das bedeutet. Das Todesurteil steht kurz bevor. Er teilt ihnen nicht mit, wie seine wahre Identität ist, von wem er seine Vollmacht hat. Die Voraussetzung dafür ist, Johannes den Täufer mit seiner Botschaft anzuerkennen. Und was ist der Grund, weshalb die religiösen Autoritäten in ihrer politischen Verschlagenheit das damals, in Klammer auch heute, Klammer zu, nicht tun? Sie sagen ziemlich diplomatisch, würde man das heute nennen. Wir wissen es nicht. Doch, sie wissen es. Denn sie sind ja eben nicht der Überzeugung, dass dieser Johannes ein Prophet ist und von Gott kommt. Sonst hätten sie sich ja wirklich bekehrt. Sie sagen das selber. Sie sagen aber nicht ihre ehrliche Meinung, die einen vielleicht kontroversen Dialog eröffnen würde, zu sagen, das ist von den Menschen. Weshalb sagen sie das nicht? Sie haben Angst, das würden wir heute nennen, vor der öffentlichen Meinung, vor den Leuten. Deshalb sagt man lieber nicht, was man denkt. Und sagt es auch Jesus nicht, was man denkt, sondern versucht, sich in irgendwelche diplomatischen Floskeln zu flüchten. So kann man Jesus nicht nahe kommen. So kann Jesus nicht nahe kommen. So zeigt sich Jesus nicht. Dann sage auch ich euch nicht, mit welchem Recht ich das alles tue. Wir könnten noch sagen, wer Johannes den Täufer ausklammert, weil man Angst hat vor den Leuten, weil man das heute nicht mehr gerne hört, damals ja offenbar auch nicht, weil man sich fürchtet vor den Reaktionen, dann fällt der Advent aus. Dann findet er einfach nicht statt. Christus weiß, wie er kommen will. Er weiß, wen er vor sich her sendet. Er weiß, welche Botschaft er vertritt. Und er weiß, in welchen Spuren er gehen und er zu uns kommen will. Diese Spuren bestimmen nicht wir. Unsere Aufgabe ist es, unsere adventliche, diese Spuren wieder kennenzulernen, sie zu sehen, uns mit ihnen auseinanderzusetzen. Das heißt doch nicht, dass wir sie auf Anhieb verstehen, aber dass wir sie annehmen. Es sind die Spuren, auf denen Jesus sich zeigt, auf denen er sich zu erkennen gibt, auf denen Advent Wirklichkeit wird.